Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang virale TikTok-Gerichte essen. Ich war mal wieder auf TikTok unterwegs, auf der Suche nach leckeren viralen Gerichten und bin natürlich auch fündig geworden. Ich habe mir heute insgesamt 5 verschiedene Gerichte ausgesucht, die ich mir über den Tag verteilt gönnen werde. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit TikTok-Gericht Nummer 1. Let's make quesadillas using basic kitchen staples. Start by dry frying some canned corn in a pan. You want to get them nice and charred. Add to a bowl some black beans. Fry up some onions. Add some diced tomato. Some cilantro. And there's our filling. Season with some salt, some pepper. Give it a quick mix. Time to grate some cheese with my teeny tiny grater. Spray your pan with some oil. Place on your tortilla. Add some chipotle. Add your mixture. Add some cheese. Fold it over. Press it down. And then flip her around. Cook on this side for just one more minute. Slice them in half. And there's my easy quesadillas. Leute, was ich dazu sagen muss, so Wraps sind ja übertrieben meins. Ja, ich weiß, die heißen jetzt nicht Wraps. Irgendwie nennt sich das ja Quesadillas oder so. Ist ein mexikanischer Wrap. Ich habe in der Vergangenheit schon mega viele verschiedene Wrap-Kombinationen gegessen. Von Hackfleisch mit Hähnchen gefüllt war alles dabei. Aber mexikanischen Wrap habe ich noch nie probiert. Deswegen bin ich übertrieben gespannt. Lass uns einfach nicht mehr viel reden und ab in die Küche. Für den mexikanischen Wrap brauchen wir natürlich Wraps. Wir brauchen Käse, eine Chipotle Ranch Soße, schwarze Bohnen, Mais, Zwiebeln, Petersilie, Cherry-Tomaten, Pfeffer und etwas Salz. Na du? Finger weg. Ist ja gut. Viele Leute werden jetzt sagen, Mais ist scheiß. Das reimt sich sogar. Aber ich finde, es geht nichts über einen dezenten Maiskolben im Sommer. Schön auf den Grill klatschen, schön braun brutzeln lassen und zu guter Letzt nochmal abrunden mit etwas Kräuterbutter. Einfach nur schön. Und jetzt kickt mein Alzheimer rein und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich muss nochmal aufs Rezept schauen. Ah, da war ja was, schwarze Bohnen. Die Kollegen zu bekommen war gar nicht so leicht. Ne? Ich war gefühlt in 4, 5 Läden und jedes Mal bin ich enttäuscht rausgegangen, weil mir der Verkäufer gesagt hat, ja, wir haben keine schwarze Bohnen. Und dann bin ich zu ehemalig Dachauer gefahren. Das ist jetzt eine riesen Rewe. Da gab es die im Angebot. Hat mich gefreut. Oh mein Gott, das sieht aus wie Kaviar oder wie so tote Ameisen. Digga, was ist das? Und es will nicht rauskommen. Guck mal, nur so auf Krampf. Auf TikTok findet man noch sehr, sehr viele Lifehacks, auch besonders Food-Lifehacks. Und jetzt bekommt ihr von mir einen Lifehack, den ich immer wieder predige. Zum Zwiebelschneiden darf natürlich die Taucherbrille nicht fehlen, denn beim Zwiebelschneiden passiert es ja oft, dass man die ein oder andere Träne vergießt, was nicht so schön ist. Und dieser Lifehack ist auch enorm sexy. Cringe it in, man. Und so kriegt ihr nicht nur die Frauen rum, sondern ihr vergießt auch keine Träne beim Zwiebelschneiden. Also ich persönlich würde meine Wraps jetzt nicht in der Pfanne zubereiten, weil es einfach viel, viel schneller in der Mikrowelle geht. Du packst das Ganze irgendwie 20 Sekunden da rein, dann ist es schon leicht weich und kannst das Ganze rollen. Oder im Ofen ist auch nicht schlecht, aber ich bevorzuge, wenn ich mich hier entscheiden müsste zwischen den drei Varianten hier für die Mikrowelle. Aber heute muss das Ganze in die Pfanne. Hier drauf kommt jetzt die Gemüseeinlage und hier rüber kommt jetzt der Käse gerieben. Also ich bevorzuge den mittelalten Gouda, denn der ist in meinen Augen am leckersten. Ich habe jetzt die Weisheit eines YouTubers verfolgt. Käse kann nie genug drauf sein. So sieht das Ganze bei mir jetzt aus. Kleiner Joke. Eine Sache zu der Soße muss ich loswerden. Als hätte ich in die Zukunft vorausschauen können, habe ich damals per Zufall diese Soße in meinen Prozess Warenkorb gepackt, in der Hoffnung, dass ich diese Soße irgendwann mal für ein Video brauche. Ha, heute ist der Tag, wo ich das Ganze benötige. Und wir haben jetzt hier auch den Vorteil. Wir haben 0 Kalorien bei dieser Soße. Normalerweise sind diese Soßen ja sehr, sehr kalorienreich, sehr fettig. Und ich muss sagen, Chipotle Ranch Soße habe ich noch nie gehört. Bin ich übertrieben gespannt, wie das Ganze schmeckt. Und falls ihr auch auf der Suche seid nach kalorienarmen Soßen, dann könnt ihr mal bei Prozess vorbei. Vorbeischauen und mit dem Code NICO 10% auf alles sparen, mich supporten, Kuss geht raus. Das ist jetzt der fertige mexikanische Quesadilla Wrap oder wie man das Ganze ausspricht. Also für meinen Geschmack ist es relativ hart geworden, erinnert mich eher an Taco als an einen Wrap. Ich habe natürlich auch meinen Pizzaschneider parat, damit wir das Ganze hier einmal durchtrennen. Also von innen sieht es übertrieben juicy aus, so gefällt mir das. Natürlich werden heute auch die kompletten Gerichte nach dem Wolke 7 Prinzip bewertet, ihr kennt es ja. Oh mein Gott, ordentlichen Wumms hier drin. Alter, diese Kombinationen sind sowas von lecker, sehr, sehr würzig. Aber ich muss echt sagen, hier ist ja kein Fleisch drin. Ich bin ja ein riesen Fleischfan. Ich liebe Fleisch, esse jeden Tag Fleisch. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, hä, ist nicht gesund oder die armen Tiere oder sonst was. Aber ich stehe dazu, ich esse einfach gerne Fleisch. Ihr könnt mir jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Aber hier fehlt mir einfach kein Fleisch. Wisst ihr, was ich mich frage, was meine Nachbarn machen? Man hört jedes Mal, wenn die den Wasserhahn aufdrehen und es ist gefühlt jede 5 Sekunden. Was macht der da oben, Junge? Putzt er sich den Hintern in der Spüle oder was? Junge, sowas regt mich auf. Ich will hier vernünftigen Sound für euch präsentieren und dann kackt der Dödel da oben rein.
front natürlich. Leute, falls ihr von dem Format hier Teil 2 sehen möchtet, dann zerstört den Daumen nach oben mal so richtig. Ich würde sagen, bei 6000 Daumen nach oben kommt ein neuer Teil. Vielleicht mit meinem Bruder und natürlich auch wieder mit richtig geilen neuen Gerichten. Wahrscheinlich ist da draußen der ein oder andere auf TikTok unterwegs und mag diese Plattform. Und vielleicht hast du ja da draußen eine Idee, welches Gericht ich dann in dieses Video mit einbauen kann. Dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und schickt mir dieses TikTok-Gericht privat per PN. Kommen wir zu meinem Fazit. Das Ding hier schmeckt richtig krass. Kriegt von mir 6 Minuten. Eins muss ich den Rap lassen. Es war für einen halben Zahn. Ich habe richtig Kohldampf und ich brauche jetzt was richtig mit Fleisch, damit die Keulen auch ordentlich wachsen. Also kommen wir zu TikTok-Gericht Nummer 2. Into a bowl add 2 tablespoons of mayonnaise, half a teaspoon of pickle relish, 1 teaspoon of yellow mustard, 1 teaspoon of white vinegar and a half a teaspoon of garlic powder, paprika and onion powder. Now grab 500 grams or 1 pound of ground beef that has an 80-20 split of beef and fat. In other words, the cheap stuff. Roll and shape your patties to the size a little bit bigger than the burger bun. Place them into a dry hot pan for 2 minutes each side, seasoned with salt and white pepper. Now prep your buns. Cut the top piece in half. You'll need the bottom to hold everything up. Now get those buns nice and toasty. To assemble, we have our crown, club and heel. Spread the special sauce over the heel and club and then top it with onions, shredded lettuce, cheddar cheese, pickles and the beef patties. Top with the crown and get stuck into that bad boy. Oh, Baby! Der Big Mac ist ja einer der beliebtesten Burger weltweit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und jeder hat sich schon mal bestimmt gefragt, aus was besteht die Soße eines Big Macs? Wie kann ich das Ganze zu Hause selber machen? Und der Kollege hat es uns jetzt verraten. Ich hoffe, es schmeckt 1:1 so wie ein richtiger, originaler Big Mac. Wenn es so ist, küsse ich seine Augen, Alter. Lass uns in die Küche und das Ganze zubereiten. Für unseren Selfmade Big Mac brauchen wir natürlich richtig viel Rindfleisch. Ich habe jetzt hier 800 Gramm am Start. Wir brauchen XXL Burgerbrötchen. Wir brauchen Eisbergsalat, eine Zwiebel und kleine Gürkchen. Und für die Soße brauchen wir echt eine Menge. Einmal so kleine pürierte Gewürzgurken. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das ist jetzt hier so eine polnische Variante. Da ist auch noch Birne drin oder so. Keine Ahnung, ob das die Soße so lecker macht. Wir brauchen Essig, wir brauchen Mayo, Knoblauch, Zwiebel, Paprika und Senf. Und natürlich darf der Cheddar nicht fehlen. Es gibt ja sehr viele Leute da draußen, die sagen, ey, rohes Fleisch kann ich nicht anfassen, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht verarbeiten, ich kann es nicht formen, es ekelt mich an, mir wird schlecht. In irgendeiner Hinsicht fühle ich diese Leute. Bei mir war es früher ähnlich. Bevor ich mein Praktikum als Koch absolviert habe, was viele nicht wissen, ich habe früher mal ein Praktikum als Koch gemacht, da habe ich erstmal kennengelernt, was es heißt, rohes Fleisch zu verarbeiten, anzufassen. Zu der Zeit konnte ich dann teilweise zu Hause auch kein Fleisch mehr sehen, ich habe kein Fleisch mehr gegessen, weil mir einfach nur schlecht war, Leute. Das war schlimm. Aber ich finde, wenn man Fleisch isst, sollte man das Ganze auch im rohen Zustand selber verarbeiten können, bevor man es isst und nicht nur fertig auf dem Teller sehen, das ist eine Frikadelle, die ziehe ich mir jetzt rein. Man ist erst fleischwürdig, wenn man das Ganze selber verarbeitet, selber zubereitet. Ein Spaß beiseite, Alter. Macht doch, was ihr wollt. Ich werde jetzt insgesamt 4 Big Macs machen. Meine Familie besteht aus 4 Leuten. Jetzt könnt ihr euch 1 und 1 zusammenzählen, warum ich 4 Big Macs mache. Weil jedes Familienmitglied ein Big Mac von mir bekommt, denn ich denke ja auch an die Familie, denn das ist das Wichtigste. Ne? Dann nimmst du das Paket, reißt das auf, fasst das rohe Fleisch an, ist easy, fühlt sich auch gar nicht schlecht an, fühlt sich an, als würdest du bei einer Frau schön an der krapschen. Oh Mann, Alter. Und so schnell hat man seine Burger Patties. Ich werde die Burger Patties jetzt hier nicht ganz normal in der Pfanne anbraten, sondern auf meinen Kontaktgrill legen. Und mit diesem Kontaktgrill haben wir auch die ein oder anderen Vorteile. Denn jeder kennt es doch, wenn man seine Burger Patties geformt hat, das Ganze in die Pfanne legt, es anbrät und nach entwickelt sich aus diesem Burger Patty eher eine Frikadelle und zieht sich zusammen. Und hier haben wir nicht das Problem, Leute. Hier können wir schön nachdrücken und es bleibt schön flach. Ein paar Sekunden später. Köstlich, schmöchtlich. Ehrlich gesagt finde ich das hier eine Frechheit, was von mir hier verlangt wird. Ich habe ja schon Probleme dabei, das Brötchen ganz normal zu halbieren, ohne dass ich ein Loch im Boden habe. Und jetzt soll ich das Ganze dritteln. Einfach dritteln. Naja, ich gebe jetzt mein Bestes. Wünsche mir Glück. Setzen wir zum ersten Schnitt an. Es sieht kritisch aus. Wir haben hier eine kleine Delle. Okay, den Deckel haben wir schon einigermaßen auf Krampf hinbekommen. Und ich glaube, der Teil, der jetzt kommt, wird am schwierigsten. Ich muss ehrlich sagen, dieses Gefromesser enttäuscht mich gerade. Das Ganze schneidet gar nicht richtig, das quetscht es nur zusammen. Wartet, ich muss ein neues Messer holen. Das gefällt mir doch schon besser.
2000 Jahre später. Diese Arbeit ist eindeutig nicht zu unterschätzen. Naja, also ich würde sagen, ich bin durchgefallen. Bei den anderen hier ist mir das einigermaßen besser gelungen, aber auch nicht perfekt. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen ärgert, weil ich bin ein Perfektionist und ich möchte alles perfekt hinbekommen. Naja, kann ich jetzt nichts verändern. Ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, wie schmeckt das hier eigentlich? Lass es uns herausfinden. Dein Ernst? Das ist in einem Big Mac? Ich habe jetzt gefühlt 10 Jahre gebraucht, um das Ganze hier vorzubereiten, aber endlich ist es soweit und jetzt können wir beginnen mit dem Belegen. Bam, Leute, das sind jetzt hier meine fertigen Big Macs. Ich habe mir gedacht, ich belasse es nicht bei einem ganz normalen Big Mac, sondern ich stapel das Ganze. Sieht ganz cool aus. Ich bin mal so gespannt, wie das schmeckt. Ist leider schon etwas kalt geworden, denn ich habe das Titelbild jetzt ungefähr 2 Stunden gemacht. Habe es auch noch nebenbei bearbeitet. Es ist immer ein Hustle, Alter. Ein Titelbild ist ein Hustle für sich. Vertraut mir, Leute. Die Leute, die kein YouTube machen, können das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist so viel Arbeit, das perfekte Titelbild hinzubekommen. Jetzt möchte ich einfach nur probieren. Ich habe ja gesagt, jeder aus meiner Familie kriegt ein Big Mac, aber um 1.46 Uhr möchte, glaube ich, keiner mehr ein Big Mac hier essen. Deswegen ziehe ich mir direkt 2 rein. Den stelle ich beiseite, den können sie sich morgen gönnen. Leider etwas trocken, weil ich zu wenig Soße verwendet habe. Natürlich habe ich auch ein Getränk, eine schöne Pepsi. Passt perfekt zum Burger. Aber ich muss schon sagen, es schmeckt echt wie ein Big Mac, nur in besser halt. Weil selbstgemachtes und selbstgewürztes Fleisch ist viel besser. Und die Soße schmeckt halt wirklich 1:1 so wie diese Big Mac Soße. Hätte ich nicht gedacht, denn dieses komische Rashes, oder wie sich das Ganze nennt da. Bitte, was hast du gesagt? Rashes. Ah ja. Hat an sich sehr eklig geschmeckt, aber in der Kombination schmeckt es 1:1 wie ein Big Mac. Feedback zu diesem Big Mac hier, da er leider schon kalt ist, habe ich jetzt nicht diese komplette Geschmacksexplosion im Mund, was sehr schade ist. Aus dem Grund kriegt er von mir nur 5 Wolken. Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich erstmal was Süßes brauche. Also kommen wir zu TikTok-Gericht Nummer 3. Einfach und lecker. Ein Glas Sauerkirschen in einen Topf rein. Eine Packung Pudding. 4 Esslöffel Kirschsaft. Komisch wenden. 1 Esslöffel Zucker. Wenden. Kurz aufköcheln lassen. Von der Herdplatte nehmen Vanillepudding rein. Wenden. Unter Wenden köcheln lassen. Und kurz abkühlen lassen. Blätterteig ausrollen. Und in 6 Stücke schneiden. Die Kirschen drauf. Die Ecken nach innen wenden. Und bei 200 Grad in den Ofen. Mal probieren. Geil. Leute, wisst ihr was? Das hat auf TikTok einfach 6 Millionen Aufrufe. Es ist auf YouTube fast gar nicht zu erreichen. Außer du haust ein richtig krankes Brett raus. Selbst dann kriegst du nicht 6 Millionen Aufrufe. Das ist so krank. Und ihr habt euch das Video angesehen. Der Typ ist genauso verrückt wie ich. Der hat auch einen an der Klatsche, Alter. Feier ich auf jeden Fall. So Süßigkeiten mit einer Kirschfüllung sind ja übertrieben meins. Aber so in der Kombination mit dem Pudding, mit dem Puderzucker und mit dem Blätterteig habe ich es noch nie gesehen. Probieren wir es aus. Kirschen abschütten. Pudding habe ich schon aufgekocht. Kirschen in den Pudding geben. Kräftig rühren. Blätterteig auszurollen. In 6 Vierecke schneiden. Okay, reicht, Nico. Ich muss euch was gestehen, meine Füllung ist etwas puddinglastig geworden. Ich habe zu viel Vanillepudding aufgekocht und habe zu wenig Kirschen. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so rot wie im Video. Aber ich denke, geschmacklich wird es genauso ballern. Leute, ich stelle gerade eins fest, dieser Blätterteig ist warm geworden, deswegen klebt er jetzt hier dran. Das ist so ärgerlich. Was ist denn heute für ein Tag, Mann? Jolla, Abfahrt. Bam, das sind jetzt die fertigen Kollegen hier und ich muss sagen, optisch sehen die richtig geil aus. Es riecht verdammt gut hier und ich habe jetzt einfach nur noch Bock auf die Kollegen hier. Zu wild, Alter. Boah, Herr Puderzucker einfach eingeatmet. Aber geschmacklich, Alter, es schmeckt wie so eine Quarktasche vom Bäcker. Es hat sowas von eine verdammte Wolke 7. Alter. Leute, hört mir jetzt ganz genau zu, wenn ihr demnächst eine Familienfeier habt, ne? Geht einkaufen, nehmt ein bisschen Geld in die Hand, kauft diese Zutaten hier ein, bereitet das Ganze 1:1 so zu, geht schnell, ist einfach und bietet es eurer Familie an und glaubt mir, damit wird eure Oma euch lieben und euch noch mehr Taschengeld geben. So ein Ding ist das. Leute, an der Stelle brauche ich erstmal eine kleine Auszeit, denn ich stand den ganzen Tag in der verdammten Küche. Jetzt weiß ich, wie mein Opa sich zu Weihnachten fühlt, wenn er für die ganze Familie kocht. Man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich voll geschwitzt. Und durchgenommen. Und am besten abschalten kann ich beim Training, deswegen geht es jetzt ab in den Trainingskeller. Bruh.
Ey, ich habe die über Lifehacks hier am Start. Vertraut mir, Leute. Was ist TikTok? Die TikTok-Lifehacks, die sind kacke. Kommt zu mir, fragt Nico nach Lifehacks. Spaß. Jeder kennt es doch, wenn man unterwegs ist. Die Freundin geht einen auf den Sack. Der Bruder macht Stress. Man hat aus irgendeinem Grund eine 6 bekommen, obwohl man gelernt hat. Es ist einfach nicht schön. Man ist abgefuckt und man hat einfach nur Wut. Leute, geht in den Keller oder am besten irgendwo hin, wo ihr einen Boxsack zur Verfügung gestellt bekommt und haut einfach gegen, Kopf frei machen. Es funktioniert, Hunger bekommt man auch. Deswegen kommen wir zu TikTok-Gericht Nummer 4. Sweet mozzarella, super stringy. Cut this mozzarella cube into half inch sticks. Now I'm gonna bread the mozzarella sticks. Start with some flour, then egg, flour again, and egg again, and then breadcrumbs. Now just repeat with all the sticks. And fry. And take it out. Now repeat with the rest. And pull. Oh! Look how amazing and good it looks. Let's try it with the tomato sauce. Ich fühle meinen asiatischen Bruder hier auf jeden Fall. Ich möchte jetzt einfach nur Mozzarella Sticks. Für die Mozzarella Sticks brauchen wir natürlich Mozzarella. Und es war gar nicht so leicht, Mozzarella im schnittfesten Style zu finden. Deswegen muss ich diese Cheesy Strings hier kaufen. Was ist mit dem Bruder? Was ist das für eine Verpackung, Mann? Falls das nicht reicht, habe ich mir gedacht, packe ich noch ein paar Babybell dazu. Die Marinade besteht aus Ei, Paniermehl und normalen Mehl. Und als Soße haben wir hier Sweet Chili Dip. Übertrieben geil. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum steht jetzt hier Frittieröl? Der Bruder im Video hat das doch in der Pfanne gemacht. Aber ich werde das Ganze in der Fritteuse mal wieder machen, die hier in der vollgemüllten Ecke steht. Ich sag euch, wie es ist. Bei mir läuft einfach was falsch im Leben, Mann. Wir haben 4.43 Uhr. Mein Vater kommt in einer halben Stunde wieder von seiner Nachtschicht. Und wenn er seinen Sohn hier im Keller sieht, denkt er sich einfach nur, was habe ich bei der Erziehung falsch gemacht. Schöne Grüße gehen raus an meinen Vater. Kussen. Sicherheitsmaßnahmen dürfen natürlich nicht fehlen und Leute, mir ist es gerade einfach viel zu viel. Es wird draußen langsam hell, die Vögel quietschen schon, mein Vater kommt gleich nach Hause und dann gibt es eventuell Ärger, weil er sich auch einfach nur denkt, was ist denn mit ihm kaputt, Alter, was macht er denn da? Und dazu noch dieses Käse-Design. Nein, ich bin einfach raus. Ich bin einfach raus um diese Uhrzeit. Was soll denn das? Falls ihr auch nachtaktiv seid, kommentiert jetzt mal mit dem Hashtag nachtaktiv. Der Kollege im Video hat ja gesagt, überall mal reindippen, der Schlingel, der. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, Jungs. 3000 Jahre später. Es schaut so lecker aus. Mir sind die so gut gelungen. Ein Babybell hat sich selbstständig gemacht, ist ausgelaufen. Aber die restlichen, Alter, sehen die geil aus. Und jetzt machen wir dann auch wie der Kollege im Video. Oh, es zieht schön Fäden. Schön in den Dip und rein damit. Oh mein Gott, es erinnert mich gerade so an meine Schulzeit. Es gab bei uns früher in der Schule immer Mozzarella-Sticks mit Chili-Soße für 2,90 Euro oder so. War relativ teuer und das haben sich nur Leute geholt, die auch ordentlich immer Geld dabei gehabt haben. Bei mir gab es vielleicht ein, zweimal im Monat, denn mir war es dann doch in jungen Jahren zu teuer. Jetzt der Babybell. Es hat sowas von 7 Wolken verdient, aber man hat so ein verdammt schlechtes Gewissen hierbei. Es hat so viele verdammte Kalorien. Es ist einfach nur fertig. Ich gebe mich jetzt noch mit dem Kollegen hier zufrieden, dann gehe ich schlafen und dann sehen wir uns morgen zum Frühstück wieder. Zweiter Tag. Guten Morgen, Freunde. Ich bin so kaputt. Ich musste gestern nochmal den kompletten Keller aufräumen, weil in der einen Ecke hat Ei geklebt, da war Paniermehl, da war normales Mehl. Da musste ich den Keller nochmal durchlüften und nach dem Lüften bin ich langsam hoch. Und in der Zeit ist mein Vater auch nach Hause gekommen. Ich habe oben an der Ecke auf ihn gewartet. Er ist dann langsam um die Ecke gekommen und hat sich erstmal erschrocken. Er so, Junge, was machst du hier? Warum stehst du hier mit einer Zange und frittierten Mozzarella-Sticks? Ich so, Papa, hör mir zu. Ich erkläre dir das Ganze oben. Lass uns erstmal reingehen. Auf dem Weg nach oben habe ich ihn so vollgemüllt, so vollgequatscht, damit der die Situation gar nicht so realisiert. Hat auch geklappt und oben habe ich ihm dann den Burger übergeben und dann hat er sich richtig gefreut, denn nach der Arbeit gibt es doch nichts Schöneres, als einen Burger sich reinzuziehen und abzuschalten. Ja, das war die Story zu gestern und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit TikTok-Gericht Nummer 5. Peeps, it is Rainbow Sprinkle Mug Cake Time. Get ready. First we get our mug and we get our sprinkles. Favorite ingredient, ich schwöre, die macht mir one Angst, Alter. Cup of sugar, we add 3 tablespoons of oil, we stir, 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 1 egg yolk, we add 1/2 teaspoon vanilla, we stir, 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 3 tablespoons milk, 1/4 cup self-rising flour, stir, 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 favorite ingredient, rainbow sprinkles, 1 tablespoon, stir, 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 now. Now we go to the microwave for 1 to 2 minutes. Bye! Now it's microwaved rainbow.
rainbow sprinkle mug cake. Not so pretty, but that's okay, because it tastes yummy. Yum. Bruder, der Schluss hat mich gekillt. Alter, ich hab Angst vor der. Ich schwör's euch, ich hab einfach Angst vor der bekommen. Ich hab ja schon mal den Oreo-Tassenkuchen nachgemacht. Der war sehr, sehr lecker. Aber wenn's so um Streusel geht, bin ich auf jeden Fall dabei. Denn jeder kennt es doch früher am Eiswagen. Ey, Bruder, kannst du mir vielleicht noch ein paar Streusel drauf machen? Meistens wollten die dann 50 Cent dafür haben. Aber es gab auch ein paar Korrekte, die das umsonst drauf gemacht haben. Ey, Streusel sind echt übertrieben geil. Deswegen lass uns das Ganze jetzt einfach mal fix zubereiten. Das ist jetzt hier der fertige Tassenkuchen. Ich finde, der wirkt gleich grün, nicht so appetitlich und riecht auch extrem nach Ei. Aber dafür ist die Tasse umso schöner. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Extrem heiß. Es schmeckt irgendwie komisch. Verwirrt mich irgendwie leicht. Es lenkt mich in eine fruchtige Richtung und irgendwie auch in eine herzhafte Richtung. Es schmeckt einfach zu doll nach Ei, hä? Moment mal, ich brauche noch einen zweiten Löffel. Okay, das Stück überzeugt mich einen Ticken mehr. Aber ist auf gar keinen Fall besser als der Oreo-Tassenkuchen. Deswegen kriegt das Ganze von mir nur 3 Wolken. An der Stelle gibt es natürlich wie immer Feedback zum Tag. Was hat mir heute am besten geschmeckt und was hat mir am schlechtesten geschmeckt? Am besten haben mir eindeutig die Mozzarella-Sticks geschmeckt und am schlechtesten dieser Tassenkuchen hier. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr jetzt auf Ehrenbruder-Basis einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr auch einen Teil 2 sehen möchtet, dann schreibt es lieben gerne in die Kommentare. Wenn du jetzt neu bist und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es jetzt kostenlos, damit du keiner der weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, danke für euren Support. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.